Sag mal, herzlichen Glückwunsch nachträglich. Aber vor allem herzlich willkommen, Matze. Wie großartig ist das bitte? Das müssen wir jetzt mal für einen Moment genießen, weil wir so oft drüber geredet haben. Genau. Irgendwann sitzt Matze hier und so ganz hohe Geldbeträge hätte vielleicht doch keiner drauf gesetzt. Willkommen auch Mara und Gabi, wir sind inzwischen beim Du. Schön, dass ihr da seid. Und diesmal zu dritt. Danke. Ja, Mara, was hast du Matze erzählt über den Ausflug heute? Die Wahrheit. Ich habe gesagt, wir gehen zu Stern-TV und diesmal bist du mit im Studio. Mhm. Das heißt, Matze kennt die Filme, hat das, soweit es geht, verfolgt. Ja, ich habe ihm das alles gezeigt, auf dem Fernsehen und ja, nicht immer zu den Sendezeiten, weil es ging ja meistens nicht. Und ja, mittendrin. Also wir haben es tatsächlich, glaube ich, von Anfang an gesagt, irgendwann ist Matze hier. Aber Gabi, das war ja komplette Fantasie. War dir anfangs der Geschichte wirklich klar, wie bitter die Prognose ist? Also hattest du eine Vorstellung davon, was das für Jahre werden, die jetzt kommen? Nein, überhaupt nicht. Gar nicht. Ich wusste nicht, was mich erwartet, überhaupt was uns erwartet, wie das überhaupt weitergehen sollte. Ja. Also damals, nee, für mich war da eine Welt zusammengebrochen. Gibt es heute Momente, wo du denkst, diese Aufgabe, die du dir gewählt hast, ist größer als du selbst? Nein, keine einzige Sekunde. Mm-mm. Wie schön, wenn man das sagen kann. Ja. Wundernswert. Es war die Rede von, Mara wird jetzt seine Vollzeitpflegekraft. Ich habe mich gefragt, ist das so? Also habt ihr das inzwischen auch offiziell geregelt, weil du ja dein Leben, wie es vorher war, auch an den Nagel gehängt hast? Genau. Du bist ja de facto die Vollzeitpflegekraft. Genau, Matze ist offiziell mein Chef, mein Big Boss. Und das Ganze läuft über ein Arbeitgebermodell. Das heißt, ich bin normal versichert. Das Geld kommt von der Berufsgenossenschaft für mich, allerdings nicht für 24/7, sondern für 40 Stunden die Woche für die reine Pflege. Mhm. Und ja, ich bin versichert, zahle Steuern und ja. Und musstest du da Qualifikationen für erwerben? Also musstest du dich pflegerisch fortbilden? Oder? Nein, zum Glück nicht. Ich habe mich im Krankenhaus einarbeiten lassen von einem ganz tollen Pfleger. Der hat mir von A bis Z alles gezeigt. Und dann in der Reha habe ich die Aufgabe ja komplett selbst übernommen. Und dementsprechend waren wir eigentlich gut vorbereitet für zu Hause. Ja, und der Erfolg gibt dir recht. Das sind wirklich Fortschritte, die, glaube ich, auch die Fachleute in Erstaunen versetzen. Ne? Ja. Also wie prima sich Matze entwickelt hat. Bewundernswert, wirklich. Ja. Und das ist sie. Spiegeln euch auch so viele Leute. Ihr habt ja inzwischen auf Instagram knapp 200.000 Follower, glaube ich, die eure Geschichte verfolgen. Mhm. Was auch für viele andere, glaube ich, wertvoll ist, die in vergleichbaren Situationen stecken. Das alte Haus wurde abgerissen, haben wir gesehen. Also auch dein altes Zuhause musste gehen. Das musste auch gehen. Ist das neue inzwischen bewohnt? Seid ihr drin? Ja, wir sind alle schon eingezogen. Okay. Seit März bin ich und die sind seit Mai. Genau, Ende April, Anfang Mai. Ja. Ich will nicht stören, die kleine Romanze da, aber fühlt sich Matze auch wohl im neuen Haus? Sehr. Ja. Ja. Er macht die Wege unsicher, findet das ganz toll. Keine Schwellen mehr, also keine Einschränkungen, kann sich komplett entfalten. Und toll. Ja, ist einfach toll. Und was ja auch toll ist, was dann langsam in der Freizeit auch geht. Ihr habt Kreuzfahrt gemacht zusammen, oder? Ja. Wir beide mit meinen Eltern. Aha. Wir waren mit einem Schiff unterwegs eine Woche und ja, das war großartig. Aber ein Schiff ist ja nun tatsächlich irgendwie keine schwimmende Pflegeeinrichtung, kein Krankenhaus, kein medizinischer Versorgungsbetrieb. Also haben wir uns gemacht. Habt ihr euch gemacht? Also. Genau, das ist alles einfach Mara. Genau, ich mach's. Die macht das alles mit Humor. Ja, mit Humor und ich riskiere das einfach und ich sag mir, es kann ja nicht schief gehen und werden alle Stricke, wenn sie gerissen, dann wären wir an Land gegangen und irgendwie nach Hause gekommen. Was bedeutet euch diese große Anteilnahme? Ist ja auch eine Entscheidung, sehr früh zu sagen, wir gehen mit Matzes Geschichte in die Öffentlichkeit. Was für eine Bedeutung hat das für dich, Mara, dass Menschen Anteil nehmen? Eine große, weil wir viel Mut geben können, einfach Mut machen. Und ich weiß ja selber, wie es ist. Man hat keine Ahnung von dem Ganzen. Man greift nach jedem Strohhalm, den man findet. Man googelt Schädel-Hirntrauma zigmal und man findet zig Geschichten, aber irgendwie nicht so das richtige, wahre Leben. Und es ist einfach nichts gestellt bei uns. Wir zeigen das. Und die mutmachenden Worte, die wir tagtäglich bekommen, sind halt toll. Also sie bauen uns immer wieder auf, auch an schlechten Tagen, die natürlich auch das öfter mal vorkommen.
Und letztlich ist Matze so ja auch ein tolles Beispiel für andere, die einen harten Weg vor sich haben. Ja. Und heute kann er das zum ersten Mal auch hier persönlich zeigen, was mich wahnsinnig freut. Also das ist wirklich ein Meilenstein, wie ich es gesagt habe, dass Matze heute hier ist. Schnaufe ordentlich durch, Matze. Alter, so ganz, ganz leise. Ja, ne? Aber es ist so. Also Matze ist wirklich ein Held. Und toll, dass er uns das zeigt und dass er uns dann Anteil nehmen lässt. Matze, vielen, vielen Dank für den Besuch heute hier. Und vielen Dank für dein tolles Beispiel. Und danke, dass ihr heute wieder mal bei uns wart. Alles Gute. Danke euch.